Hallo liebe Leute der leichten YouTube-Unterhaltung. Mein Name ist Dennis und ihr schaut der Fleka Fotografie. Und ich war vor ein paar Wochen einfach nur zum Fotografieren im Donautal, weil ich eben meine Mutter besuchen wollte und die wohnt ganz in der Nähe. Und was ich da erlebt habe, war einfach nur der Oberhammer. Also, wenn euch das interessiert, dann solltet ihr dranbleiben. Willkommen zurück nach dem Intro. Mein Name ist Dennis, wie schon erwähnt. Und worum soll es heute gehen? Heute geht es darum, ich war vor kurzem oder vor ein paar Wochen bei meiner Mutter im Donautal und habe mich dazu entschlossen, einfach noch fotografieren zu gehen und wollte eigentlich erst gar kein Video drehen, weil das Wetter gar nicht so danach aussah. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, nach dem, was sich dort abgezeichnet hat, doch ein Video zu drehen. Ihr seht schon im Hintergrund die Wehrenwag. Die Wehrenwag ist eine noch existierende, bewohnte Burg, die ab und zu vom Fürst bewohnt wird, oberhalb von Hausen im Tal. Und ich stand auf dem Eichfelsen und von dort aus habe ich dann fotografiert. Ist ein kleiner Aussichtspunkt oberhalb Langenbrunnen, also eine kleine Teilortschaft von Hausen im Tal. Und von dort aus hat man wirklich eine absolut geile Sicht über das Donautal. Also wer ins Donautal kommt und wer im Donautal fotografieren gehen möchte, sollte unbedingt mal am Eichfelsen Halt machen und den Eichfelsen sich anschauen und von dort aus fotografieren gehen. Mein Pech war, oder was heißt mein Pech? Man muss es immer so nehmen, wie es kommt. Aber was mein Problem war oder was auf den Bildern nicht ganz so schön rüberkommt, ist, dass überall die Bäume natürlich durch den Winter bedingt noch kahl sind, keine grünen Blätter drauf sind und daher die Farbkontraste zu im Bild nicht ganz so schön rüberkommen wie im Sommer oder im Herbst. Aber lasst uns doch einfach starten mit dem Video und schaut einfach zu, was ich dort erlebt habe. Es war wirklich gigantisch und ich bin trotzdem zufrieden mit den Bildern, die dort entstanden sind. Ja, der Sonnenuntergang, der macht jetzt richtig Spaß. Also es wird so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar, dass die Wolken schön angemalt werden jetzt von der untergehenden Sonne. Also das wird ein richtig, richtig cooler Sonnenuntergang. Die Wehrenwag ist jetzt leider schon nicht mehr angemalt von der Sonne, aber dafür die Wolken hinten dran echt extrem gut. Und dazu werde ich jetzt das Objektiv wechseln und werde mit dem Objektiv, mit dem Telezoom noch ein bisschen fotografieren, sodass man die Wehrenwag nachher noch richtig schön drauf hat. So, ich hab's Tele draufgeschraubt und jetzt malt sich dort hinten gerade der Himmel so richtig schön rosa, violett, einfach geil. Und das macht jetzt den ganzen Himmel hier nochmal richtig, richtig fett. Also das war
die geilste Idee ever, noch schnell hierher zu fahren, weil wir eh schon bei meiner Mutter waren zu Besuch, um hier noch den Sonnenuntergang zu fotografieren. Ich bin gespannt, was ihr zu den Bildern sagt. Also mir gefällt's mega gut. Wow, hammerhart, hey. Mega cool. Hammer gut. Ich find's richtig geil. Hohoho. Ja, fotografieren durch das Ganze hier in verschiedenen Perspektiven. Mal lasse ich die Wehrenwag ein bisschen im goldenen Schnitt laufen. Mal habe ich sie zentral drin. Auf jeden Fall, ey, diese Abendrotstimmung hier im Donautal, mega, 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 mega cool und affengeil. Man hat die Donau unten schön im Verlauf, schön mit drin und ein schönes Abendrot. Jungs und Mädels, ich kann's euch sagen, hey, der Hammer, der Hammer. Es war echt die geilste Idee ever, heute Abend noch hierher zu fahren. Wirklich geil, wirklich, wirklich, wirklich cool. Alles lila da hinten, alles schön rot. Aber ihr seht's ja gleich auf dem Bildschirm. Oh, sehr cool. Da man vom Eichfelsen auch eine wunderschöne Sicht auf das Schloss Bronnen hat, beziehungsweise eigentlich befindet ihr euch, wenn ihr am Eichfelsen seid, direkt gegenüber vom Schloss Bronnen, bot sich natürlich auch dieses Motiv noch an, um ein paar Fotos zu machen. Echt, echt hart. Echt hart. Hier hinter mir geht's ab, das ist der Hammer. Alles rot, hier ist... Bei Schloss Bronnen habe ich das 1435 dann wieder benutzt. Teilweise habe ich mit dem 64er noch fotografiert, teilweise aber dann einfach auch nur noch mit dem Verlauffilter ohne den 64er oder den 8er drauf, denn den hat man dann einfach auch nicht mehr gebraucht. Weil der Vordergrund bzw. das Donautal selber eh schon ziemlich dunkel war und der Himmel dann einfach nur noch geglüht hat, aber das seht ihr ja selbst. Granatenstimmung, echt, ich weiß wirklich gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Leute, seht ihr diese Farbgewalt? Seht ihr das? Hammerhart! Was für ein affengeiler Sonnenuntergang. Leute, ich kann es euch echt sagen, was ich fotografieren soll, wie ich es fotografieren soll. Ich habe hier so viele Möglichkeiten auf diesem kleinen Fleckchen, auf diesem kleinen Felsen hier. Und der ist wirklich nicht groß, aber ich habe so viele Möglichkeiten und weiß wirklich nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Bei diesem Schauspiel, Leute, ich sag's euch, hammerhart, hammerhart.
Ihr seht's an meiner Jacke, ich werde noch richtig rot angemalt. Also hier ist wirklich gerade burning, 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 burning. Es ist echt brutal. Ja, ich weiß, ich stehe hinter der Absperrung, sollte man nicht machen. Aber ich wollte jetzt unbedingt noch den Sonnenuntergang frontal fotografieren, um zu zeigen, wie krass hier im Geländer die rote Farbe vom Sonnenuntergang zu sehen ist. Also es ist echt, ich guck mal geschwind. Ey, Wahnsinn. Leute, Wahnsinn. Ich kann es euch nur sagen, es ist der Hammer. Es ist wirklich der absolute Killer und macht sowas von mega Spaß gerade. Ey, kranke wirklich. Also, was echt nach einem guten Sonnenuntergang ausgesehen hat, deswegen habe ich ja die Idee gehabt, hier noch herzufahren, von meiner Mom aus, hat sich als Feuerwerk herausgestellt, erst der Güte, ohne Scheiß, Leute. Ich sag's euch, das ist so koffermäßig Wahnsinn. Ich habe bei dem Bild beim Geländer einmal die Perspektive ziemlich niedrig gewählt und habe ein Bild dort gemacht, sodass das Geländer einfach aus der Mitte des Bildes rauslaufen kann. Und einmal habe ich die Perspektive ziemlich weit oben gewählt, sodass das Geländer unten rechts vom Bildrand ins Bild reinläuft. So, ich komme wieder rüber. Also, ihr seht's da hinten seht das noch ein bisschen den Ausläufer. Mega gut! Ey Leute, ohne Spaß, es war richtig geil heute Abend hier. Es hat sowas von mega, 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 mega Spaß gemacht. Die Bilder sind absolut der Hammer geworden. Ich konnte echt gar nicht viel erklären. Hier ging es wirklich Schlag auf Schlag. Da drüben ein Motiv entdeckt, hier drüben ein Motiv entdeckt, da drüben ein Motiv entdeckt. Also es ging wirklich, wirklich Schlag auf Schlag. Ich hoffe, ihr hattet einfach mal Spaß zuzugucken, wie man eskalieren kann, wenn Burning Sky ist und wenn es wirklich abgeht. Also ich kann euch sagen, es ist absolut der Hammer. War geil, hat Spaß gemacht und ja, ich bin eigentlich echt sprachlos. Was sich hier heute Abend ergeben hat, war wirklich, wirklich, wirklich mega, mega gut und hat ordentlich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Nächstes Mal erkläre ich dann wieder ein bisschen mehr. Der Eichfelsen kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Solltet ihr mal herfahren, gerade im Frühjahr und im Sommer, wenn das komplette Donautal grün ist und alles schön von den Farben her schön ausgeleuchtet ist, also schöne Farben überall sind, grün, rot oder im Herbst, wenn hier alles herbstlich glänzt, auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Motiv. Ich fahre hier definitiv nochmal her, nehme euch auch definitiv nochmal mit hierher. Ja, ich sage einfach nur, mega gut, hat Spaß gemacht und kommt hierher. Guckt euch das Donautal an, macht Fotos, geht wandern, habt Spaß im Donautal. Einfach krass, was hier abging und was sich hier abgezeichnet hat, war nicht voraussehbar. Aber zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Vielleicht hat euch das Video ja gefallen und dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder auch zwei. Und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, hoffentlich wieder mit so einer Eskalation. Na gut, das kann man nicht jedes Mal haben. Auf jeden Fall bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Dennis. Ciao.